Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist der Echo Dot Kids der vierten Generation und wie ihr den hier auch nach Deutschland bestellen könnt, das erfahrt ihr gleich. Ja, als Amazon dieses Jahr die neuen Echo-Geräte vorgestellt hat, den Echo Dot der vierten Generation und auch den Echo der vierten Generation, die ja jetzt alle rund sind, da wurden auch neue Echo Dot Kids vorgestellt. Den einen davon, den seht ihr hier, der sieht aus wie ein kleiner Tiger und den gibt es auch noch in einer Version als Panda-Bären. Schade dabei ist einfach nur, den gibt es bisher so nur in den USA zu kaufen, also über Amazon.com. Wenn ihr das versucht, also ihr geht auf Amazon.com, loggt euch da einfach mit eurem persönlichen Amazon-Account ein und legt den in den Warenkorb, dann werdet ihr ganz schnell merken, dass da steht, kann nicht an eure Adresse geliefert werden. Ihr braucht also eine Adresse aus den USA. Aber auch das lässt sich realisieren und dann könnt ihr euch ja vielleicht zu Weihnachten euren Kindern auch einen Echo Dot der vierten Generation schenken. Und ich möchte euch in diesem Video natürlich erzählen, wie das Ganze funktioniert und ob es dann Einschränkungen gibt. Funktioniert der hier in Deutschland ganz, ganz normal mit deutscher Stimme? Könnt ihr das alles genauso einrichten wie halt hier den normalen Echo Dot? Und dann zeige ich euch nochmal gleich, was hier noch für ein Zubehör dabei war. Und ich denke mal, ja, wir starten jetzt einfach mal, indem ich euch sage, wie kriegt ihr dieses Ding hier nach Deutschland? Ich zeige euch natürlich auch gerne nochmal hier die Unterschiede. Und ihr seht, die sind halt hier auch genau gleich groß. Und vom Ding her ist es halt eigentlich auch einfach komplett das gleiche Modell. Ihr habt die gleichen Bedienelemente, die man halt bei Echo-Geräten der neuen Generation hat. Ihr habt an der Unterseite den neuen LED-Ring und an der Rückseite hier unten habt ihr einfach nur einen AUX-Eingang bzw. den Stromanschluss. Das Einzige ist halt hier eben, dass dieser kleine Stoffüberzug, der halt hier eben drüber ist, hier normal schwarz ist. Gibt es ja hier in Deutschland auch in verschiedenen anderen Farben. Hier gibt es einen Tiger und einen Panda und ich muss sagen, das sieht tatsächlich auch ganz süß aus. Einfach nochmal hier in die Mitte gestellt, der Echo der vierten Generation, dass ihr einfach nochmal einen großen Größenunterschied hattet. Die großen Echos gibt es allerdings nicht in einer Kids-Variante. So, generell klanglich und so weiter, da werde ich jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen. Denn ich habe schon ein Video gemacht zum Echo der vierten Generation und zum Echo Dot der vierten Generation. Verlinke ich euch hier oben, wenn euch da der Klang auch zum Unterschied im Vergleich mit einem Echo Dot der dritten Generation interessiert, dann schaut euch dieses Video gerne an. Ist halt hier eben auf dem Kanal. Ich habe es jetzt halt eben so gemacht. Ich habe dieses Set hier auf Amazon.com gefunden und habe gedacht, ich möchte das natürlich gerne haben. Da ich schon mehrere Produkte von Amazon nach Deutschland bestellt habe, die man eigentlich nicht bestellen kann, wusste ich natürlich, wie das funktioniert. Ich zeige euch hier zwischenzeitlich einfach mal, was dabei war. Das ist etwas, das nennt sich Echo Glow. Vom Design ist es hier tatsächlich fast das Gleiche. Obwohl es dieses Echo Glow Teil hier schon länger gibt, da muss ich gerade sehen, das Design hier ist ja schon sehr, sehr ähnlich. Vom Ding her ist das hier aber einfach nur eine kleine Nachttischlampe, die auf Touch reagiert oder halt eben auch sprachgesteuert werden kann. Hier ist der Unterschied, dass das hier in Deutschland aber noch nicht funktioniert. Also da kann ich das zwar einstecken und nach neuen Geräten suchen lassen, wird hier aber nicht gefunden, kann ansonsten aber halt als kleines Nachtlicht, was einfach durch Touch-Berührung in verschiedenen Farben leuchten lassen werden kann, genutzt werden. Mir ging es dabei allerdings natürlich um den Echo Dot der vierten Generation. So, ja, okay, jetzt das Wichtigste in diesem Video. Wie kommt dieses Ding zu euch nach Hause? Und zwar funktioniert das Ganze, indem ihr euch eine Adresse aus den USA besorgt. Variante 1 wäre natürlich, ihr kennt jemanden in den USA, den lasst ihr das über Amazon bestellen und zu euch schicken. Kennt ihr keinen in den USA, nehmt ihr einen Dienst, der so etwas eben anbietet und einer davon ist eben, den habe ich genutzt, Shipito. Das ist ja keine Kooperation oder Werbung oder sonst was, das ist einfach das, was ich für mich privat genutzt habe, um hier dran zu kommen und deswegen möchte ich euch einfach erzählen, wie das Ganze funktioniert. Beim Dienst Shipito ist es halt eben so, ihr registriert euch da, das ist erstmal kostenlos, dann bekommt ihr eine Adresse in den USA zu einem Lagerhaus mit einer bestimmten, ja, quasi Box oder Suite oder wie auch immer man das nennt. Und diese Adresse nutzt ihr, wenn ihr bei Amazon einkaufen geht. Das heißt, ihr geht zu Amazon, packt diesen Echo Dot Kids in den Warenkorb und müsst dann halt eben im Versand bzw. im weiteren Verlauf an der Kasse eingeben, dass ihr die Adresse eingebt, die ihr eben von Shipito bekommen habt. Bestellt das Produkt. Fertig. Dann wird euch ganz normal eure Kreditkarte belastet. Ja klar, wichtig ist noch, ohne Kreditkarte könnt ihr auf Amazon.com nicht bezahlen. Und dann wird das Paket
quasi an das Lagerhaus von Shipito versendet. Irgendwann bekommt ihr dann eine Mail, wo drin steht, ey, wir haben ein neues Paket bekommen. Dann kriegt ihr im Normalfall auch immer ein Foto, wo das Paket von außen gezeigt wird. Und dann könnt ihr wählen, ja, was soll denn jetzt hiermit eigentlich passieren? Und dann könnt ihr das Ganze einfach weiterleiten lassen. Ihr sagt dann einfach, ich möchte dieses Paket jetzt zu mir weitergeleitet haben. Und dann macht Shipito nichts anderes, als dass sie quasi ein Paketaufkleber auf das Paket, was sie von Amazon bekommen haben, draufpacken. Ihr könnt wählen, wollt ihr das Ganze per DHL, wollt ihr das per UPS oder was auch immer, je nachdem, was am günstigsten ist, zu euch geschickt haben. Und dann schicken die das weiter zu euch nach Hause. Das ist einfach der ganze Zauber. Wie kommt dieses Ding zu euch nach Hause? Ihr müsst allerdings wissen, dass da neben dem reinen Preis für den Echo Dot Kids auch noch weitere Kosten auf euch zukommen. Zum einen mal natürlich von Shipito. Wenn ihr was aus den USA hierher schicken lasst, dann ist das nicht wie in der deutschen Versandung, kostet irgendwie 5, 6 Euro. Dann müsst ihr euch so auf irgendwas zwischen 15, 20 bis 25 Euro einlassen, je nachdem, wie da gerade die Kosten sind und welchen Versanddienstleister ihr nehmt. Und wenn das Ding auch noch bei euch zu Hause ankommt, dann geht das Ganze durch den Zoll und in den meisten Fällen kommt dann der Zoll auf euch zu und sagt, schönen guten Tag, wir hätten gerne auch nochmal Einfuhrumsatzsteuer. Und auch dafür habe ich dann, glaube ich, nochmal irgendwas bei roundabout 20 Euro bezahlen müssen. Und dann war er dann schlussendlich hier. Also günstig wird das für euch nicht. Wenn ihr aber sagt, eure Kinder müssen unbedingt diesen Tiger, Echo oder eben auch einen Panda bei euch zu Hause stehen lassen, dann ist das eben die Möglichkeit aktuell, die ihr habt, um an den Echo Dot Kids zu kommen. Genauso könnt ihr das aber zum Beispiel auch mit den Echo Frames machen. Das ist ja diese Brille mit Echo-Integration oder auch mit allen möglichen anderen Geräten, die euch sonst Amazon.com sagt, die nicht an eure Adresse geschickt werden können. Ja, so funktioniert das Ganze. Mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare damit. In der Videobeschreibung findet ihr generell einen Link zu Shipito, damit ihr wisst, wo ihr da hin müsst. Und ihr findet auch nochmal einen Link zu unserer Facebook-Gruppe zu Smart-Speakern. Wenn ihr euch da einfach nochmal herstellerübergreifend unterhalten wollt, könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Kanal-Abo. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.